Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues angezockt und zwar das Spiel Another Brick in the Mall. Und der ein oder andere Stream-Zuschauer von mir hat das Spiel schon mal gesehen. Ansonsten für euch auf YouTube ist das was ganz Neues. Es ist recht simpel. Es ist ein Managerspiel, ein Simulationsspiel, was euch dazu auffordert, eine Einkaufsmeile zu bauen. Und ich muss sagen, das ist genau meins. Ich mag solche Spiele schon seit jeher und daher schauen wir uns das Ganze mal an. Ich mache natürlich ein New Game. Wir starten aber ohne Tutorial, weil, wie gesagt, ich bin da schon ein bisschen bewandert. Wir machen hier mit 200.000 Unlimited, wäre dann doch ein bisschen unfair und ansonsten alles so, wie man es halt kennt. Mit Ratten, Möglichkeit, Befall und allem drum und dran. Also wirklich so im höchstmöglichen Schwierigkeitsgrad, sage ich mal, beziehungsweise wäre mit 50.000, aber sollen wir es mal nicht übertreiben. So, und das ist schon das Spiel. Das heißt, ihr habt hier so eine kleine Figur, beziehungsweise hier, die geht hier in ihrem Arbeitsbereich. Und jetzt müssen wir mal anfangen zu bauen. Das heißt, wir gehen hier natürlich in den Modus, dass wir sagen, jo, wir wollen bauen. Da soll am besten die Zeit nicht so stark vergehen, dass wir einfach hier mal so ein bisschen reinkommen können. Und jetzt gibt es hier Foundation. Natürlich braucht das Ganze ein Fundament, auf dem wir das Ganze aufstellen. Natürlich sollte jetzt hier nicht gleich unser ganzes Geld dafür flöten gehen. Deswegen mache ich mal so eine 100.000 Dollar Geschichte. So, jetzt wird es gebaut. In dem Fall brauchen wir auch hier noch eine Straße. Ihr seht, das kostet alles Asche. Customer Parking müssen wir auch gleich noch machen. So, jetzt können wir hier die Geschwindigkeit ein bisschen beschleunigen und ihr hört dieses Geräusch, das ist das, wenn hier was gemacht wird. Aber ich denke mal, wir sollten vielleicht noch den einen oder anderen weiteren Bilder uns kaufen. Da gibt es hier diese Möglichkeiten und wir sehen, oh, die Bilder sind uns alle nicht so sexy. Aber dann nehmen wir noch diesen hier dazu, dass wenigstens die zu zweit ein bisschen flinker sind. Und ihr hört hier schon jetzt, hier wird auch die Straße dann da klar gemacht. Man kann auch die Bilder in den Zeiten einteilen. Auf jeden Fall sollen die mal hier mehr arbeiten. Das ist ja mal gar nichts. Wir sind ja total unterarbeitet praktisch. Und natürlich sollte man die jetzt so legen, dass da nie mal Stillstand ist. So, jetzt mache ich hier den um 6 Uhr. Da ist dann ein Bilder da. So, warte mal. Ach, wir machen einfach. Warte mal. Wir machen es einfach eines. Der eine kommt um 0. Zack. Und die nächsten kommen um 12. Und dann läuft das auch. Dann haben wir jetzt immer schön was da an Workern, dass da auch immer was gemacht wird. So, das dauert jetzt alles leider, wie gesagt, aber natürlich, auch da kommt es auf die Kohle an, weil wenn ich jetzt natürlich zu viele Arbeiter mir hole, auch die wollen ja alle bezahlt werden. Also dementsprechend müssen wir da uns ein bisschen zurückhalten, sage ich mal. So, und wir brauchen hier im Shop dann auch noch gleich ein Lager. Dieses Lager kann ich jetzt schon mal klar machen. So, das wird so ja, auf diese Größe dann erhoben. So, und dann, jetzt steht so mal das fest. Jetzt brauchen natürlich unsere Kunden auch noch Parkplätze. Ohne Parkplätze, wisst ihr alle, können wir nichts anfangen. Also das heißt, wir brauchen Roadwork, wir brauchen, wo ist es denn? Roadwork, da. Und Customer Parking. Also, die wollen ja auch hier schön schnell rein und raus. Staff Parking, Garbage Parking. Garbage ist wichtig, dass wir irgendwo den Müll ja lassen können. Auch eine Ladezone ist essentiell. Wie gesagt, die Straße, die ist ganz, ganz wichtig, dass das so funktioniert für unseren Shop. So, ihr seht, das ist alles am Anfang ein bisschen müßig. Und ich glaube, ich hole mir nochmal einen weiteren Bilder,
beziehungsweise zwei weitere, dann eben für die dementsprechenden Zeiten. Dass das hier auch alles läuft. Und ihr seht, da wird schon wieder weiter fleißig weitergebaut. Auch da natürlich wichtig im Laden, nicht die Wände, sondern Objekte. Hier hinten, da kommen Staff Doors hin. Das heißt, da geht nur unsere Mitarbeiter ein und aus. Und hier hinten mache ich auch noch einen hin. Wobei, jetzt habe ich vorher gerade einen kleinen Management-Shot, den ersten Management-Fehler gemacht, den man halt so machen kann. Und zwar würde ich hier die Ladezone hier hinten hinsetzen wollen. Dass wir da dementsprechend und hier, das werden alles Customer Parking werden. So, da haben wir hier die Ladezone. Hier die Customer Parks, da die Ladezone. Und dann machen wir noch ein Garbage Pickup hier hin. Man kann den Laden dementsprechend auch noch jetzt gleich ein bisschen erweitern. Das ist schon mal schnieke. Ja klar, wir wollen ja natürlich auch den Laden möglichst dann bald aufmachen. Und alles, was wir bisher stecken wir ja nur in unseren zukünftigen Shop rein. Das heißt so, wir haben hier, da kommt dann jetzt hier eine schöne Double Door hin, dass wir dementsprechend, dass unsere Kunden rein und raus können. Hinten das gleiche, aber die setze ich mal hier so ein bisschen versetzt. Und jetzt, das wird dann essentiell hier das ganze Thema Shelf, Fridge und sonstiges, weil da kommen unsere Produkte dann überhaupt erst rein. Also da wird es erst dann interessant. Und jetzt hier müssen wir dann auch natürlich noch zuteilen, dass das hier der Laden erstmal ist. Na, beziehungsweise geht noch gar nicht. Man kann jetzt hier nur den Store soweit halt vorhanden da darstellen. So, jetzt sind ein paar Leute mehr da. Unten seht ihr schon immer. Da gibt es jetzt erstmal ein paar bisschen Plus, wenn wir neue Sachen bekommen. Aber jetzt sehen wir schon, okay, wir haben da ein Problem. Parking, aber wie gesagt, der Laden ist noch nicht mal offen, deswegen nehmen wir das alles erstmal sportlich. Wie gesagt, Bilder sind am Anfang essentiell. Deswegen hauen wir dann nochmal welche rein. Und später können wir uns dann Gedanken machen, dass wir da welche ausstellen können, sozusagen. Aber erstmal müssen die ja fleißig, emsig dementsprechend hier den Laden hochziehen. So, jetzt haben wir gleich das Lager schon mal fertig. Das kann man dann schon mal zuteilen. Das ist schon mal sehr wichtig. Und zwar ist das unser Storage. Weil nur wenn ihr den Storage zugeteilt habt, wird dann da auch eure Ware reingebracht. Ihr seht, es gibt noch ganz viele Sachen. Das Office zum Beispiel wird auch sehr wichtig, weil da dann nur was Neues erforscht werden kann. Aber das seht ihr alles gleich. Das ist recht selbsterklärend. Auch wenn das Spiel auf Englisch ist, gibt es leider gerade nur auf Englisch. Ist auch Early Access, aber die Jungs und Mädels, die dahinter stecken, die sind fleißig dran am Weiterentwickeln. Und das machen sie wirklich gut. Da kann man nichts anderes sagen. So. Und jetzt haben wir gleich, jetzt können wir gleich noch hier schön den Store dem Storage zuordnen. Beziehungsweise erstmal machen wir den Store. Oh, jetzt hören sie auf. Ne, passt schon. Geht ja schon. So. Da ist der Store. Store 1. Und da ist der Storage, der dazugehörende. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal langsam so Sachen haben, wie dass wir dementsprechend unsere Produkte an den Mann oder an die Frau bringen können. Das heißt, Food Shelf, da geht das Essen natürlich rein. Machen wir da mal ein paar Regale voll. Was wie wo reinkommt, seht ihr gleich. Das ist dann auch alles selbsterklärend. Table, da kommt so im Prinzip alles drauf.
wo ich aber hier mal schön Platz lassen, dass dementsprechend auch was drauf geht. Pallet. Auch. So, und jetzt natürlich ganz wichtig ist die Kasse. Ohne die Kassen gehen mal gar nichts. Und wer das schon mal bei mir im Stream gesehen hat, das wird irgendwann uferlos. Also das ist Wahnsinn, was man an Kassenbedarf in dem Spiel hat. Aber das ist alles halb so wild. Erstmal braucht man natürlich überhaupt sozusagen einen Startprozess an der Kassen. So, dann haben wir das. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, was wo reingehört. Das heißt, wir haben hier in dem Fall, natürlich brauchen wir mal Wasser. Noch mehr Wasser. Und ihr seht, das ist auch hier alles wieder selbsterklärend, was da reingehört oder was man machen kann. Am wichtigsten ist natürlich erstmal von allem überhaupt ein Produkt zu haben. Die Vögel zwitschern schon, natürlich geht es hier bald los. So, in dem Fall müssen wir jetzt natürlich jetzt mal uns darum kümmern, dass wir auch hier wieder Besatzungsmitglied haben. Natürlich brauchen wir Kassierer. Kassierer sehen wir hier, oh ja, da sind so ein paar. Und auch hier müssen wir natürlich dementsprechend gut machen. Das heißt, wir fangen um 8 Uhr unseren Laden, sperren wir den auf und lassen den schön 13 Stunden laufen. So. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen da viel mehr, dass die dementsprechend ordentlich kassieren, die Jungs und Mädels. Auch da werden uns gleich nachher geholfen. Stockler, jetzt brauchen wir auch natürlich jemand fürs Lager. Auch hier sehen wir haben eigentlich gefühlt immer die Falschen am Start. Aber das ist kein Problem, weil wir einfach das so gut managen, dass die gar nicht anders können, als hier dementsprechend das zu machen. So, wir openen und machen das Ganze. 24 Stunden können wir noch nicht geöffnet haben. Das heißt dementsprechend 16 Stunden. Und wir haben gesehen, unsere Mitarbeiter, die sind nur 12, 13 Stunden am Arbeiten. Das heißt, wir brauchen noch mehr. Wir nehmen wenigstens da die versuchen da die Guten rauszuholen. So, der fängt um 11 Uhr an, dann arbeitet er perfekt bis wie lang unser Laden offen ist. Sogar ein bisschen Überbesetzung zu den wichtigen hohen Zeiten, sage ich mal. Und ich kann es euch wirklich nur sagen, wer dem Spiel oder so dem Genre was abgewinnen kann, der wird sich da wirklich sehr viel Freude dabei haben. So. Jetzt muss ich natürlich nur mal schauen, dass wir von allem zumindest erstmal das Wichtigste da haben. Nachher gibt es auch ganz wichtige Produkte wie einen Juwelier und sonstiges, wo man dann ordentlich Geld verdient. Aber erstmal geht es wirklich darum, den Laden ans Laufen zu bringen. Und das macht man natürlich, indem man die Produkte für die Kunden bereitstellt. So. Und hier sehen wir, da haben wir dementsprechend, hier haben wir jetzt schon den ersten Fehler gemacht. Wir brauchen da nicht so die Aufbewahrungsvarianten. Das heißt, das bauen wir wieder weg. Machen also hier Bild, machen Remove, in dem Fall nicht mehr Remove Foundations, Remove Objects. Das heißt, ich mache die mal alle weg. Da schirmen und da fliegen sie auch schon los, unsere kleinen Helferlein. Was macht ihr denn jetzt? Ne, 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 Jungs. Da haben wir jetzt aber falsch gewettet. Das bleibt schön da. Das ist halt ab und an noch so ein bisschen ein Thema. Manchmal machen sie gefühlt sowas, was man nicht will. Aber das ist ja Gott sei Dank alles wieder änderbar. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich da jetzt einen Fehler gemacht hätte, aber ich will mich da jetzt auch nicht schuldlos sprechen. Vielleicht habe ich da jetzt gerade etwas gedrückt und habe es gar nicht mitbekommen. Deswegen machen wir das jetzt einfach alles klar. Bauen es wieder so hin, wie es sich gehört. Und dann passt es auch gleich wieder. So,
Und ihr seht ja, Storage wird erweitert, Store wird auch wieder hier und dann passt es. So, also, jetzt aber wieder zurück zum Ernst des Lebens, kann man sagen. Und zwar brauche ich ja hier weitere Foodchefs. Das haben wir gesehen. Schau mal, ob wir bei den Tischen... Bei den Tischen gibt es aktuell nur Brot, was wir da hinbauen können. Bei den Foodchefs, da ist es dafür noch einiges mehr. Im Zweifel machen wir halt eine kleine Doppelbelegung. Das ist ja alles halb so wild. Gut ist auch, dass wir eventuell nachher die Möglichkeit haben, dann dementsprechend noch uns zu erweitern. Weil es gibt, es kommen immer mehr Produkte jetzt dann gleich. Das werdet ihr dann sehen. Hier gibt es noch keine. Und das heißt, wir brauchen natürlich jetzt auch neue Produkte. So. Dafür brauchen wir wiederum ein Grundstück sozusagen. Das erweitern wir jetzt hier einfach mal so ein bisschen. Und bauen da jetzt nämlich unser Büro rein. So, jetzt sind unsere Kassierer da. Jetzt kommen auch hoffentlich bald unsere... Unsere Employees, die dann dementsprechend hier den Laden befüllen. Weil wenn wir keine Ware haben, dann wird das mal gar nichts. Und einen nehme ich mal für die Nacht. Das sozusagen in der Nacht, falls wir merken, hoppala, da ist jetzt nicht schön befüllt worden, dass wir da auch noch einen haben. Gut, dann gibt es jetzt hier jetzt das Office. Wichtig dafür jetzt, dass wir jetzt hier dementsprechend, jetzt machen wir mal eins, weil jetzt haben wir natürlich unfassbar viele Bauer, die wir jetzt alle nicht mehr so brauchen. Dementsprechend schauen wir mal unsere, nicht Janitor, unsere Worker, unsere Bilder an. Wo sind sie? Da. Hire Office Worker? Nee, Entschuldigung. Das habe ich gebraucht. So. Das heißt, wir können natürlich hier diese unfassbar vielen Bilder, können wir natürlich jetzt sagen, hey Jungs, jetzt ist mal gut. So viele brauche ich von euch wirklich nicht mehr. Weil erstmal steht jetzt alles. Können wir ja auch wieder uns holen, wie wir sie brauchen. Aber klar, Kosten, Kosten, Kosten. Wobei, eine Sache müssen wir jetzt noch bauen. Und zwar brauchen die hier natürlich auch eine Tür. Sonst kommen die ja gar nicht rein. So, andererseits brauchen die dementsprechend auch ein Office-Desk. Ohne dem kann in dem ordentlichen Büro einfach nicht gearbeitet werden. Kennt man? Weiß man. So, und für die brauchen wir jetzt natürlich auch wieder Worker. Das heißt, wir brauchen natürlich für unser Office brave, fleißige Arbeiterchen, die uns eben neue Produkte kreieren. Also ohne die kriegen wir keine neuen Produkte. Die erforschen die und dementsprechend sind die natürlich essentiell wichtig. Die sollen hier schön immer fleißig dann sein. Schöner 12-Stunden-Tag, so wie man es halt gewohnt ist. Da kennt man nichts. Da ist man ja fair zu seinen Mitarbeitern. So. Und kann jetzt hier mal weiterlaufen lassen. Ich würde euch immer empfehlen, oder ich kann nur empfehlen, die schnellstmögliche Geschwindigkeit laufen zu lassen. Auch wenn es so vom Geräuschpegel so das Intensivste ist, sage ich mal. Aber da passiert halt dann wenigstens was. So. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch auf unsere Mitarbeiter, die das Lager befüllen. Ich sehe gerade, da ist ja noch hier oben. Das ist ja noch nicht schön. So, mach mal da. Genau. So, jetzt haben wir alles. Jetzt brauchen wir nur noch unsere Mitarbeiter, die den Laden befüllen. Und dann kann es auch schon losgehen. Die brauchen immer einen Tag, wenn man sie das erste Mal sozusagen einsetzt, bis sie dann noch wirklich da sind. Aber das sollte jetzt dann bald passieren. Und wir können hier auch noch unser Kapazitätslimit vom Lager einstellen, aber ich denke mal 70% ist da durchaus sinnvoll.
So, und jetzt haben wir auch das Storage zugesichert, wo es hin gehört. Das war jetzt gerade noch mein Fehler. Aber jetzt ist alles da. Jetzt werden die Fächer befüllt und jetzt geht es dann auch rund. Da haben wir jetzt hier, kommt alles da rein, wo ich es gesagt habe. Und jetzt können wir auch mal in die Research gehen und sehen jetzt gerade schon Research Basics. Die werden dann als erstes erfüllt und dann geht es halt weiter. Und dann kann man natürlich auch schauen, was ist so gerade der größte Bedarf bei den Kunden? Wie schaut es mit den Finanzen aus? Die sind natürlich gerade furchtbar und so weiter und so fort. So, und da ist die erste Kundin. Jetzt erstmal werden die Regale befüllt. Das muss ich nochmal schauen. Kassierer sind angestellt. Das heißt, da wird jetzt alles gerade gemacht. Schön in die Regale, wo sie es hingehört, sind natürlich nur zwei. Und noch haben wir irgendwie keine Kassierer. Die sind vielleicht noch am Schlafen. Keine Ahnung. Wobei der Laden eigentlich, also eigentlich sind sie da, sollten da sein. Aber vielleicht kommen die sozusagen erst offiziell, wenn auch die Regale befüllt sind. Sehen wir ja gleich. So, jetzt ist der Laden zu. Jetzt machen die hier die letzten Regale klar. Und jetzt müsste es dann über die Nacht eigentlich dann soweit sein, dass wir die ersten Kunden bedienen. Hoffe ich doch zumindest mal. So, jetzt können wir, wie gesagt, schauen. Aber hier ist alles befüllt. Dafür gibt es noch gar nichts. Das kommt alles erst. So, jetzt haben wir hier, ja klar, Parking Opportunities. Wir haben noch ein bisschen Kohle bekommen. Dafür, dass wir so ein paar Sachen erfüllt haben. Und wir haben sogar, warum ist hier der Ding nach oben? Ach, wir haben weniger Ausgaben einfach nur gehabt. So, man kann auch nachher Sachen sowas wie erforschen wie 24 Stunden Öffnungszeiten. Das werde ich natürlich alles machen. Aber das muss halt erstmal passieren. Und ihr seht schon, die sind hier schon fleißig am Erforschen, dass man eben weitere Sachen dann eben erforschen kann. Zum Beispiel diese 24-Stunden-Öffnung oder natürlich ganz wichtig weitere Produkte. Da schaut man einfach immer so ein bisschen und hier sieht man auch eben, für was man die nächsten Geldpakete bekommt, weil am Anfang ist es in der Tat etwas schwierig, sich sozusagen über Wasser zu halten. Aber geht auch alles gut klar. So, jetzt kann man nämlich was erforschen. Night Hours könnte man damit machen. Oder eine Alkohollizenz. Alkohol ist immer gut. Deswegen, wir gehen einfach mal vom typisch Deutschen aus. Alkohol geht immer. So, um 7 Uhr müssten jetzt eigentlich die ersten Mitarbeiter kommen, die ersten Kassierer. Ja, und da, jetzt haben wir die Kassierer da. Und auch unsere Mitarbeiter aus dem Lager. Also jetzt passt es, jetzt ist geöffnet und jetzt können die Kunden kommen, meine Damen und Herren. So, und ihr seht, jetzt geht's rund, jetzt wird eingekauft. Und da sehe ich gleich schon das erste Problem. Wir brauchen Parkplätze. Das heißt, natürlich gleich sofort als Kenner sehe ich, alter Schwede, wir brauchen weitere Parkmöglichkeiten. Natürlich wird das sofort gemacht, dass wir hier auch uns nichts, aber auch gar nichts erst anhören müssen. So, in dem Fall ist es jetzt, haben wir noch ein paar Worker, die können das gut mal in dem Augenblick dann da machen. Aber ihr seht, natürlich ist hier da die Parkplatzsituation in der Tat ein wenig angespannt. Aber halb so wild. Und es gibt dann auch so Märkte, die am Schluss gefühlt nur noch aus Parkplätzen bestehen. Das ist ganz, ganz kurios. Mitarbeiterparkplätze könnte man natürlich jetzt auch darstellen, aber die stellen sich am Schluss, dann sollen sie sich halt einfach auf die normalen Parkplätze stellen. Solange sie frei sind, ist das auch alles gut. Wir sehen auch hier, die nächsten Parkplätze sind sofort voll. Ihr seht hier oben die Parkplatzauslastung, die ist wirklich hoch. Aber die können auch im Zweifel mal so ein paar Meter laufen. Sollen hier nicht so faul sein. Wie gesagt, jetzt wichtig, dass wir so ein paar Parkplätze anbieten. Und wir sehen hier, wie viele Customers da sind, wie viele Kunden und wie sie natürlich auch happy sind. Aber bis jetzt schaut es gut aus.
Wichtig ist, dass keine langen Schlangen sich bilden. Das ist so essentiell. Das mögen sie gar nicht. Weil da sind sie richtig, richtig knatschig. So, wir schauen mal. Okay, die brauchen noch ein bisschen. Und ihr seht, die Parkplätze. Natürlich so zu den späteren Stunden hin. Da ist dann nicht mehr so viel los. Beziehungsweise so in der Primetime, da ist dann immer intensiv. Ist ein wirklich tolles Spiel, gerade im Early Access wird da jetzt noch viel getan. Ich habe eine Zeit lang nicht mehr gespielt und da gab es auch wieder einiges mehr, was man so machen konnte. Und ihr seht, so langsam aber sicher kommen wir auch mit dem Geld wieder so ein bisschen nach oben. Klar, wir brauchen die Produkte, wir brauchen die Parkplätze, es muss einfach alles stimmen, dass das so funktioniert. Aber wenn der Alkohol dann fließt und so weiter und so fort, dann wird es dementsprechend. Spielt ihr denn solche Spiele auch? Ist, sagt ihr, sowas ist ja gar nichts für mich. Wie sieht es da so bei euch aus? Würde mich natürlich auch interessieren. Um natürlich auch so ein bisschen zu gucken, ob das denn auch ein Genre ist, mit dem ich euch eine Freude machen kann. Oder ob ihr sagt, nee, bleibt mir mit so einem Manager-Spiel weg. Was will ich denn damit? So, damit haben wir jetzt die Alkohollizenz, die ist da. Jetzt würde ich sagen, wir brauchen natürlich auch... Was haben wir da? Na... Media Supply oder Electronic? Oh, Electronics sind immer gut. Braucht aber sehr, sehr lange. Beziehungsweise vielleicht jetzt einfach mal erst die Clothing Supplier, dass wir da natürlich dementsprechend auch unsere Regale befüllen können. So, und jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier Möglichkeiten, dass wir neuen Likör, Bier, Frot ist hier alleine noch aktuell immer das Einzige. Und wenn wir jetzt hier sehen, okay, wir brauchen noch Wein, das heißt, wir brauchen noch einmal so ein Regal. Ja, bei den Objekten. Und wichtig ist natürlich eben, dass immer die Regale schön befüllt sind. So, und jetzt haben wir auch da hier ein bisschen was für unsere Alkoholnasen. Auch das Spiel ist dahingehend komplexer. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Shop im Shop-System macht, also zum Beispiel den Juwelier als einzelständigen Shop, dann kriegt er höhere Produkte oder höherwertigere Produkte. Und diese höherwertigen Produkte, die verkaufen sich natürlich auch preislich deutlich besser. Und so weiter kann man das Spiel dann, also es geht wirklich dann sehr, sehr intensiv. Das überfordert einen nicht. Aber es fordert einen, so kann man schon sagen. Weil klar, am Ende des Tages will man ja Gewinn machen. Und wir sehen, wir haben gestern mal 2300 Gewinn gemacht, beziehungsweise Profit. Aber unsere Gehälter, die sind noch ein bisschen der Kostenfaktor. Man könnte jetzt auch überlegen, ob man so viele braucht, die hier gerade die Regale befüllen. Und das könnte man auch noch ein bisschen drücken. Aber ich schaue jetzt einfach mal, wie jetzt der heutige Tag läuft. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass direkt schon wieder ein Problem mit den Parkplätzen geben könnte. Das heißt, auch da interveniere ich gleich und baue einfach mal hier nochmal eine Reihe von Parkplätzen hin. Weil ihr seht, auch hier schon fast wieder ausgelastet. Von 42 wieder 30 in Nutzung. Und klar... Und hier langsam werden auch die Schlangen etwas länger. Man sieht auch ganz schön, für wie viel die da einkaufen. Also auch da, nettes Detail. Die Grafik ist natürlich jetzt nicht der Killer, aber gerade das macht irgendwo auch wieder den Charme bei dem Spiel aus. So, und die Sales gehen natürlich langsam, aber sicher ordentlich hoch. Auch die Parking Usage, also die Parkplatzsituation, seht ihr, dass wir da überall steigen. Clothing Supplier ist natürlich wichtig, dass wir hier wieder neue Produkte für den Mann oder Frau an den Start bringen. Und so langsam, glaube ich, kann man das Konzept dahinter sehen. Wie gesagt, ihr könnt noch ganz viel in dem Spiel machen. Ihr könnt eine Bowlingbahn bauen, ihr könnt ein Kino darstellen, ihr könnt wirklich so euch ein richtig geiles Einkaufszentrum darstellen, wie man es halt so machen kann. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr besonders. Deswegen würde ich jetzt hier mal das Game einfach mal speichern, dass ihr mal seht, wie ist denn der Markt von dem hier. Deswegen nennen wir den Markt YouTube. Und bevor ich euch entlasse,
würde ich euch nochmal meinen richtigen Markt zeigen, so wie es bei mir ausschaut, wo schon ordentlich was läuft. Und zwar denke ich mal, ihr seht, es ist schon ein paar Tage her, wo ich den gespielt habe. Müsste der sein. Ja. Also hier war ich gerade im Bau von neuen Ladenflächen und sonstigem. Aber ihr seht, ich bin hier schon wirklich stark dabei. Und dann sieht man hier, so schaut das Gewusel am Ende mal aus. Da ist mein Juwelier. Da gehen ordentlich die dicken Reibache raus. Hier wirklich wahnsinniges Gewusel. Hier braucht man auch natürlich Toiletten. Und die Kassen werdet ihr gleich sehen. Der Laden wird überlaufen. Hier haben wir das Kino. Auch da wird ordentlich gespielt. Da haben wir eine Bowlingbahn. Auch die ist wahnsinnige Nutzung. Dann haben wir hier nochmal so eine Art Mediamarkt. Hier haben wir nur einen reinen Bekleidungsladen. Und hier, da haben wir eine Art Restaurant. Oder was ist da eine Art? Das ist ein Restaurant. Und wie gesagt, wenn wir jetzt noch hier kurz abwarten, dann werden wir hier sehen, was hier gleich für ein Gewusel ist. Da überschlagen sich die Käufe und ihr seht, was hier mal passiert. An Profit 122.000 am gestrigen Tag. Die Sales 5.800. Die Parkplatzauslastung. Also das hat schon eine ganz andere Größe und die Karte ist verdammt groß. Es gibt mehrere Zufahrtsstrecken, die ihr nutzen könnt sozusagen. Und das ist wirklich das ganz Besondere an dem Spiel, dass man wirklich ewig, ewig, unsagbar viel bauen kann und trotzdem ist einfach so wahnsinnig Zeitfrist. So, ihr seht, langsam wird die Parkplatzsituation immer angespannter. Die Käufe gehen auch langsam durch die Decke und ihr mögt es jetzt vielleicht für Größenwahnsinnig halten, was da passiert, aber man braucht so viele Kassen, weil sonst einfach kein Kunde mehr wirklich bedient wird. Und das ist halt das, was mir an dem Spiel so gut gefällt, dass man wirklich immer ein schönes, aber doch interessantes Micromanagement machen muss. Auch hier, die Hausmeister müssen hier immer die Fußspuren wegmachen, weil sonst, wenn das zu dreckig wird, dann gibt es einen Rattenbefall und Rattenbefall ist natürlich niemals gut. Ja, damit war es das. Ein erster Blick auf Another Brick in the Mall. Wie gesagt, ich habe es auf dem Stream schon ein paar Mal gespielt, kam da auch sehr gut an. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder was ganz anderes zu sehen auf dem Kanal. Ich kann sagen, macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.